So, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. In diesem Video heute geht es darum, ja, ein Jahr Thailand, wo ich jetzt hier bin. Und ich wollte ganz gerne mal sagen, was ich hier gut finde, was ich hier schlecht finde. Also heute kommt mal so ein Pro und Contra über Thailand. Ja, fangen wir mal mit den positiven Sachen an, die ich hier also als gut empfinde. Wobei, ich muss natürlich noch vorher dazu sagen, das ist meine persönliche Meinung, das ist natürlich kein Richtwert hier, aber das ist ja klar. Da muss ich natürlich auch über alle Sachen jeder seine eigene Meinung bilden, der vorhat, hier längere Zeit in Thailand zu bleiben. Ja, generell ist das Leben hier in Thailand wirklich wesentlich unkomplizierter als vielleicht in Deutschland oder in Europa, wenn man das so vielleicht sagen will. Also die Leute sehen das hier, alle Sachen nicht wirklich so streng. Ja, mit nicht so streng meine ich natürlich, ja, um mal jetzt ein kleines Beispiel zu nennen, ist, wenn du jemandem irgendwas versprichst, dies oder jenes zu tun und du machst es nicht oder vergisst es oder ja, es ist was dazwischen gekommen, dann wird dir das hier alles nicht krumm genommen, ne? Dann wird gesagt, ja, okay, das ist halt so, nächstes Mal vielleicht oder, ja, also das ist jetzt hier solche Sachen oder auch andere Sachen sind hier kein Beinausriss, ne? Das meine ich mit nicht so streng. Also es wird ziemlich locker gesehen. Ne? Ein weiterer großer Pluspunkt ist natürlich diese niedrigen Lebenshaltungskosten, die hier eben sind. Ne? Zum Beispiel Miete, Wasser, Strom oder auch Benzin an der Tankstelle oder eben auch das Essen. Diese Kosten halten sich hier wirklich sehr, sehr gering. Darüber habe ich auch mal ein separates Video gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben in der Ecke, das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Da geht es wirklich um eine Roomtour hier im Haus, wie sieht das Haus aus und welche Kosten sind hier eben. Was für mich jetzt auch noch ein großer Pluspunkt ist, ist eben das Essen. Das Essen, muss man sagen, ist sehr, sehr vielfältig hier und schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das thailändische Essen ist ja wirklich eine Sache für sich. Es ist zwar manchmal ein bisschen scharf, aber auf jeden Fall lecker. Also die meisten Sachen sind wirklich sehr, sehr lecker und wirklich gut gemacht. Weiterhin, was hier im südostasiatischen Land Thailand eben ist, ist das gute Gesundheitssystem. Das kann man also auf jeden Fall mit ruhigem Gewissen sagen. Also es gibt sehr, sehr gute Krankenhäuser hier. Gerade auch diese privaten, die stehen also dem europäischen oder auch in Deutschland eben nichts nach. Da ist wirklich alles auf einem guten und modernen Stand. Das betrifft auch die Infrastruktur, die auch auf einem guten Stand ist. Also es fehlt hier eigentlich an nichts. Alles, was man eben haben möchte, kaufen möchte, das kann man hier eben auch kaufen. Manchmal natürlich für einen vielleicht erhöhten Preis, wenn es jetzt wirklich was ausgefallen ist oder irgendwas ist, was aus dem Westen kommt oder aus Europa kommt. Das aber kaufen generell kannst du hier alles. Und es gibt auch an jeder Ecke so kleine Stores, die hier 7-Eleven heißen zum Beispiel oder auch andere Geschäfte, Street Food. Also die Struktur hier generell ist wirklich nicht schlecht. Ja, was Thailand auch noch relativ attraktiv macht, sind eben die guten Kulturen, die hier herrschen oder die thailändische Kultur, die hier herrscht. Wo es ja sehr, sehr viele Tempel gibt, Festivals oder auch andere Attraktionen, die man sich hier ansehen kann. Also eigentlich ist hier immer was los und es wird einem garantiert auch nicht langweilig. Ein weiterer Pluspunkt sind natürlich die schönen Landschaften hier. Das ist also da auch völlig egal, wo man sich hier in Thailand aufhält, ob das jetzt im Norden von Thailand ist, wo es diese wunderschönen Berge gibt oder auch im Süden, wo es eben ja die Strände gibt und auch die Inseln, die davor gelagert sind. Also die sehen alle wunderschön aus. Also die Landschaft ist hier wirklich einmalig und das ist schon wirklich ein sehr guter und großer Pluspunkt. Dann als nächstes haben wir das Klima, was hier in Thailand herrscht. Es ist also durchgehend warm, wie man in Deutschland oder Schweiz, Österreich sagen würde. Jetzt ist es immer Sommer hier. Also ich sag mal, ich denke, so eine Durchschnittstemperatur haben wir hier so von 30, 33 Grad im Schnitt. Natürlich gibt es auch mal ja, Monate, wo es ein bisschen wärmer ist, wie jetzt zum Beispiel im April. Da gehen die auch über 40 Grad hoch. Ne? Das ist jetzt, bevor die Regenzeit eben eintrifft. Das ist natürlich schon ein bisschen ja, sehr hoch für uns und ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten ist das Klima wirklich sehr gut
Und ich muss sagen, von mir aus, dass ich hier auch wirklich weniger krank bin, ne? Oder Erkältung oder sowas, ne? Also ich höre das auch von, ja, Freunden oder Bekannten hier eigentlich eher selten, dass die mal eine Erkältung oder eine Grippe haben. Höchstens vielleicht mal kurzzeitig von der Klimaanlage, wenn die zu kalt war. Aber ansonsten ist es fürs Klima hier oder für die Gesundheit auch, auch wenn man jetzt Rheuma hat, wenn man jetzt schon vielleicht ein bisschen älter ist oder sowas, ne? Das ist das Klima natürlich das Beste für die Knochen. Also das ist schon wirklich für mich auch ein großer Pluspunkt. Des Weiteren ist die Kriminalität hier wirklich relativ gering. Natürlich gibt es Kriminalität, gibt es in jedem Land, das braucht man nicht wegdiskutieren. Aber so die Kriminalität an sich ist hier eigentlich kaum sichtbar, sage ich jetzt mal so. Ne? Also hier können zum Beispiel Frauen nachts um 12, 1 oder 2 Uhr völlig normal und unbehelligt durch die Stadt gehen, was ja in vielen Teilen jetzt in anderen weltlichen Ländern eben nicht mehr der Fall ist. Aber das ist hier in Thailand überhaupt kein Problem. Ne? Also die Kriminalität ist für mich hier eigentlich relativ wenig präsent. Ne? Also habe ich noch nicht gesehen hier. Was mich ganz besonders hier freut, ist, dass es hier also kaum Parkgebühren gibt. Auch hier in den Großstädten, wo man parkt, ist eigentlich frei, ob das auf der Straße ist oder im Parkhaus. Also es werden keine Gebühren erhoben oder kaum Gebühren erhoben. Mit Sicherheit gibt es auch das ein oder andere Mal, gar keine Frage. Wenn es jetzt irgendein privater Parkplatz ist, bei einem Event oder sowas, wenn jetzt ganz wirklich 1000 Leute hinkommen, dann wird das schon mal ja ein paar Baht als Parkgebühr erhoben. Aber generell so Parkgebühren oder so, das ist sehr erfreulich. Sowas gibt es hier eigentlich relativ selten. Was weiterhin auch noch positiv ist, ist natürlich die freundliche Bevölkerung hier. Also alle Thailänder haben immer ein Lächeln auf den Lippen. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch das Land des Lächelns. Und die sind hilfsbereit. Also da kann man nichts anderes gegen sagen. Ne? Also eine wirklich sehr, sehr freundliche Bevölkerung hier. Ja, und der letzte Pluspunkt, den ich eigentlich noch habe, ist, also ich empfinde das hier als wirklich eine maximale Freiheit generell. Und zwar wird man hier von niemanden oder auch von den Behörden nicht in keinster Weise irgendwo großartig eingeschränkt. Ne? Also das ist auch völlig egal. Also hier will keiner wissen, was du in deinem Garten machst, ob du da mal ein Lagerfeuer machst oder welche Farbe dein Dach hat, was ja in Deutschland sogar vorgeschrieben ist. Das ist hier also völlig egal. Ne? Und das interessiert hier wirklich niemanden. Oder weiß ich nicht, wenn du mal hier auf der Straße über eine durchgezogene Linie fährst oder sonst irgendwas. Also das ist auch so ein Thema, dass die Leute das hier nicht so streng sehen. Das ist bei der Polizei natürlich genauso. Also solche Sachen, ja, das interessiert hier überhaupt niemanden. Ne? Also da macht sich keiner hier irgendwelchen Kopf drüber oder sonst irgendwas. Und das betrifft eigentlich so alle Bereiche. Ne? Das ist also völlig relaxed. Ja, wenn du mal eben kleinen Fauxpas hast oder machst oder dir leistest, ja, dann ist es eben nicht so schlimm und ja, ne? Also da regt sich keiner über irgendetwas großartig auf hier. So, dann kommen wir mal zu den negativen Sachen, beziehungsweise das, was ich als negativ empfinde und die man vielleicht auch bedenken sollte, wenn man vorhat, hier längere Zeit in Thailand eben zu bleiben. Ja, und zwar das, was mir am meisten zu schaffen macht hier oder mit am meisten zu schaffen macht, ist so sind so die Monate März und vor allen Dingen der April, wenn es hier natürlich sehr, sehr heiß ist in Thailand. Wir haben hier also weit über 40 Grad. Wir hatten 44, 45 Grad hier im Schatten in diesen zwei Monaten. Das ist natürlich schon echt relativ hart. Wer da keinen stabilen Kreislauf hat, da könnte ich mir vorstellen, dass derjenige dann wirklich richtig Probleme haben könnte bei dieser Hitze, wenn er mal rausgeht. Das, was man dann noch beachten muss, ist dann nämlich auch die Regenzeit. Da muss man dazu sagen, dass hier wirklich eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, was dem einen oder anderen vielleicht auch ein paar gesundheitliche Probleme bringen könnte. Und dahingehend ist es natürlich auch so, dass einige Straßen hier dann überschwemmt sind. Das ist natürlich auch in Bangkok so oder hauptsächlich in Bangkok der Fall. Und diese Sachen muss man natürlich auch mit bedenken. Des Weiteren, was ich hier als ja nicht so schön empfinde, ist die Umweltverschmutzung, die hier stattfindet. Zum einen ist das die Luftverschmutzung, das beginnt dann auch im März so, Anfang des Jahres, wenn hier diese Burning Season eben anfängt. Das heißt, die ganzen Landwirte oder Bauern, die hier
ringsherum um die Städte sind oder auch in den Nachbarländern, die fangen an, ihre Erntereste zu verbrennen, was natürlich die Luftqualität hier immens beeinträchtigt. Und in diesem Jahr ist es sogar so gewesen, dass Chiang Mai, das ist die Hauptstadt im Norden von Thailand, dass die auf Platz 1 der schmutzigsten Stadt der Welt gewesen ist. Ja, und das ist natürlich ein eher zweifelhafter Titel für die Stadt, aber diese Luftverschmutzung, das ist natürlich schon ein echtes Problem hier, ne? Das weitere Problem mit Umweltverschmutzung ist so Plastik. Also es wird ganz viel Plastik hier verwendet. Also an jeder Ecke, in jedem kleinen Stand kriegt man Plastik und es wird nochmal oder zweimal in Tüten verpackt, in Plastiktüten, die man nur für vielleicht ein paar Meter benutzt, um die nach Hause zu bringen und dann eigentlich in den Müll schmeißt. Oder auch im Süden von Thailand, wenn man sich da die Meere anguckt, da gibt es natürlich auch Dokumentationen oder Videos drüber, wie viel Plastik da auch schon alleine vom Meer aus angespült wird oder auf diesen ganzen Inseln, die vor Thailand liegen. Ein riesiger Plastikmüllberg, was sich da jedes Mal ansammelt. Und das fliegt hier auch teilweise auf den Straßen rum, ne? Diese ganzen Plastiktüten oder Plastikbecher, was auch immer. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, mit der Umweltverschmutzung oder Luftverschmutzung, das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, und zwar, ja, dass die Luftverschmutzung hier auch bei ganz, ganz vielen Leuten jedes Jahr zum Jahresanfang so Lungenprobleme oder Lungenkrankheiten mit sich bringt oder dass Leute zu Hunderttausenden in Krankenhäusern hier behandelt werden müssen, weil die wirklich Atemprobleme haben durch diese Luftverschmutzung, die ersten paar Monate hier eben in Thailand stattfindet. Das ist natürlich wirklich eine absolute Katastrophe. Ne? Dann dazu noch, wenn ich sage Gesundheitsrisiken, wenn jetzt die Regenzeit ist oder ja, generell über das ganze Jahr diese Tigermücke, die dann auch das Dengue-Fieber eben überträgt, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Also diese Mücken, die eben dieses Dengue-Fieber verbreiten, ja, die gibt es auch eigentlich immer mehr und relativ häufig hier mittlerweile in Thailand. Ja, ein weiterer Nachteil ist natürlich die Sprache und auch die Schrift hier in Thailand. Das sollte man früher oder später sowieso üben oder vielleicht schon mal seinen ja, gewissen Grundstock an Sprache oder Schrift eben mitbringen, wenn man in das Land auswandert, weil das unterscheidet sich natürlich immens und die thailändische Sprache ist ja relativ schwer zu erlernen, im Gegensatz jetzt zu einer Sprache, die jetzt irgendwo in Europa vielleicht ist. Weil diese Buchstaben und Betonung, das hat mit unserer Sprache also überhaupt gar nichts zu tun. Natürlich kommt man auch hier mit Englisch weiter, aber um da wirklich mal Kontakt jetzt zu Einheimischen zu bekommen oder zu Nachbarn, wenn man hier wohnt oder sonst irgendwas, da ist es natürlich von einem großen Vorteil, wenn man natürlich auch die Sprache hier spricht, um da eben weiterhin oder intensiveren Kontakt eben mit den Leuten aufzunehmen. Als weiteres muss man sagen, dass man hier auch relativ oft so Ausländerpreise bekommt. Ja, das heißt so, dass man hier meistens mehr bezahlt als jetzt zum Beispiel die Einheimischen. Ne? Sei es jetzt vielleicht auf dem Markt, in irgendeinem Shop, in irgendeinem kleinen ja, Laden. Da passiert das relativ häufig. Das passiert natürlich nicht in so großen Läden wie jetzt zum Beispiel Zentralfestival oder beim Big C oder sowas. Da stehen die Preise fest, da kriegt jeder den gleichen Preis. Aber ich rede jetzt hier so von so kleineren Läden, so kleineren Stores, die jetzt an der Straße sind oder sowas halt. Da passiert es leider relativ häufig. Es sei denn, man hat vielleicht eine einheimische Freundin hier oder ist verheiratet mit einer Thailänderin, dann sieht das vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber da muss man sich dann auch wieder bewusst sein, die thailändischen Frauen, die wollen natürlich auch finanziert werden halt. Ne? Also das ist hier so ein Grundgedanke, so der Ausländer, der hat halt eine Menge Geld und ja, der finanziert mich dann eben, ne? In sämtlichen Belangen. Ja, ja, das ist auch vielleicht gar nicht mal böse gemeint, so von den Frauen, die das ist eine Grundvoraussetzung hier. Ne? Das ist so die Denkweise, so die ja, ich will nicht sagen Tradition, aber ja, das wird eben vorausgesetzt, dass der Ausländer eben die thailändische Frau eben in sämtlichen Belangen finanziell unterstützt. Ne? Da muss man, das darf man nicht außer Augen lassen, dass das eben ja auch der Fall ist, ne? Oder relativ oft oder generell der Fall ist.
Ja, ein weiterer Punkt, den ich nicht so schön finde oder den man als nicht so schön betrachten könnte, ist, dass eben Ausländer hier kein Grundstück kaufen können. Ne? Also man kann hier eine Wohnung kaufen, man kann hier auch ein Haus kaufen, aber das Grundstück, das kann man eben nicht kaufen. Und das kann man hier vielleicht ja, als Miete machen oder Leasing. Das wird natürlich schon angeboten, aber zum Kauf ist eben nicht möglich. Ja, das Thema Krankenversicherung ist natürlich auch so ein Fall für sich. Also eine Krankenversicherung hier abzuschließen generell ist natürlich kein Problem. Aber ich sage mal, für ältere Leute, gerade was so ab 70 aufwärts ist, da wird es schon relativ schwierig und auch wirklich super teuer, kann man sagen. Ja, weil da eben das eine private ist, die man machen muss und dann natürlich entweder nicht angenommen wird oder eben auch ja, gewisse Krankheiten oder Vorerkrankungen eben ausgeschlossen werden. Zu dem Thema habe ich übrigens auch nochmal ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier oben. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Dabei geht es generell um die Krankenkassen und wie man vernünftige und überhaupt gute Krankenkassen eben findet. Ja, als nächstes würde ich mal so den ja, Verkehr auf der Straße hier besprechen wollen oder ansprechen wollen. Das ist jetzt kein riesiger Nachteil, würde ich jetzt sagen, aber ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Ne? Also hier Verkehrsregeln, weiß ich nicht, gibt es mit Sicherheit hier, aber die kennt niemand und es wird also gefahren, wie es gerade eben lustig ist oder wie es gerade passt oder wie man sich selber gerade fühlt, weiß ich nicht. Ne? Und vor allem auch diese ganzen kleinen Motorräder oder Motorroller, was eben hier sehr, sehr viel auf der Straße unterwegs ist. Also die fahren wirklich unmöglich. Und ja, Führerscheinthema ist natürlich hier auch so eine Sache. Ja, normalerweise braucht man einen, aber ich denke, dass viele Leute hier gar keinen haben. Und wenn man einen hier gemacht hat, dann diese Prüfung ist natürlich auch nicht wirklich, ja, das, was man sich unter einer Führerscheinprüfung jetzt bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz vorstellt, sondern ja, da wird hier einmal auf über den Hof gefahren beim Straßenverkehrsamt und ja, dann war es das im Groben schon, also überspitzt gesagt. Ja, leider, das führt natürlich auch dazu, dass Thailand auch mit eins der Länder ist, die die meisten Verkehrstoten eben weltweit haben. Ja, das ist natürlich wirklich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Verkehr hier. Also da sollte man sich auch erstmal ganz langsam dran gewöhnen, was hier eigentlich auf der Straße los ist. So, ja, als letzten Punkt möchte ich jetzt nochmal die Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit der Leute oder auch der einheimischen Firmen hier ansprechen. Und zwar ist es hier so, wenn man hier verabredet ist, ob das jetzt privat ist oder mit einer Firma ist, dann heißt das noch lange nichts für die Leute. Ne? Also unser Eins ist dann vielleicht pünktlich zu dem vereinbarten Termin da, aber dass die Leute kommen oder eben auch die Firma zu einem nach Hause kommt, das ist dann nicht immer wirklich unbedingt gegeben. Ne? Und der Punkt ist, es wird auch nicht abgesagt, sondern man sagt dann eben einfach mal gar nichts dazu. Ne? Oder die Firmen sagen nicht ab, wenn die jetzt kommen müssen, um irgendwas zu reparieren oder sowas. Ne? Und nur auf Anfrage, ja, dann heißt es, ach so, ja, Entschuldigung, aber unser Auto ist kaputt gegangen, heute können wir nicht mehr kommen, dann kommen wir vielleicht morgen oder übermorgen. Ja? Und so ist das mit Privat eben auch. Ne? Die haben manchmal zwei, drei Termine gleichzeitig. Das ist auch Absicht so, weil die sich sagen, naja, vielleicht kommt ja der eine oder andere nicht und dann habe ich nichts zu tun, deswegen verabrede ich mich gleichzeitig noch mit wem anders. Irgendeiner von denen wird dann eben schon kommen. Ne? Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und kann natürlich auch manchmal ein bisschen nerven. Ne? Was dann auch die Firmen zum Beispiel betrifft hier, dazu muss man sagen, es wird auch viel gefuscht. Ist einfach so, weil im Regelfall haben die Leute alle hier keine Ausbildung. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel am Haus irgendwas hat, ja, um was zu reparieren, weiß ich nicht, Wasserleitung oder Fliesen oder sonst irgendwas. Im Regelfall ist das so, dass irgendjemand,
der bei der Firma arbeiten möchte, dann mal 2-3 Tage mit irgendjemand anders, mit wem anders eben mitgeht. Ja, und nach 2-3 Tagen ist er dann eben der Fliesenleger. Ne? So läuft das ungefähr. Ne? Also es gibt mit Sicherheit auch gute, ne? Gar keine Frage. Oder welche, die mit Sicherheit auch das eine oder andere hier gelernt haben. Ja? Also nicht immer pauschalisieren. Aber meine Erfahrung ist so, dass die Masse eigentlich eher so, naja, eine Laientruppe ist, ne? Würde ich mal so sagen. Ja, so, das war das Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, wir sehen uns bis im nächsten Video wieder. Bis dann, bye bye, ciao, ciao.